Also ihr seht jetzt da unten, dass wir sozusagen ja kehrt zum flüsternden Baum. Unser Ereignis sozusagen voll. Ja, wir haben jetzt sozusagen genug gemacht für den flüsternden Baum und können jetzt wieder zurück, um uns da eine Belohnung abzuholen. Und wie das mit der Belohnung aussieht, gucken wir uns jetzt natürlich an. Ihr habt im Part 1 sozusagen ja schon gesehen, okay, wir haben die Möglichkeit, dort Quests anzunehmen. Dort geht es nach der Hauptstory weiter und so weiter und so fort. Und wenn wir jetzt sozusagen einen Auftragsmord oder Auftragsmorde für den erledigt haben, haben wir halt eine Möglichkeit, Wasser zu bekommen. Ja, Waffensammlungen sozusagen, eine Sammlung voller Gegenstände zu Belohnung für eure Mühen, enthält Ausrüstung mit Schwerpunkt auf Einhandwaffen, Edelsteine, Gold und Handwerksmaterialien, Chaos-Sammlung, eine Sammlung voller Gegenstände zur Belohnung eurer Mühen, enthält eine zufällige Auswahl und Menge an Gegenständen aus allen verfügbaren Sammlungen und Ringsammlungen. Ist halt wie gesagt klar für Ringe. Das öffnen wir jetzt auf jeden Fall mal. Was hier drin ist für einen Ring. Beziehungsweise ist das so Kopfbedeckung übrigens, okay, ein Ring. Ansonsten, naja. Nicht so viel kann man aber auf jeden Fall mal zwischendurch machen. Hier nur mal so als.